Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute wollen wir uns tatsächlich endlich mit der Constructor Injection beschäftigen. Das heißt, wir können hier drin sagen, meine Video Component braucht irgendwie eine Videodatenbank. Das heißt, wir müssen das hier nicht mehr in der Videodatenbank hier drin definieren, sondern wir können sagen, okay, wir haben irgendwo eine TypeScript-Klasse, die ganze Zeit das alles für uns erledigt. Und sozusagen auch, da können wir dann einfach irgendwas neu eintragen und dann ist das alles da. Alles kein Problem für uns. Ja, und das ist sozusagen das Ziel heute. Wir wollen also sozusagen das hier auslagern. Und das machen wir, indem wir hier einen Service definieren, der hier drin sein soll. Und ja, meinen Service nenne ich jetzt einfach mal Datenbank, weil sie enthält ja sehr viele Videos. Und soll vom Typ VideoDB sein, für Videodatenbank. Und was wir jetzt hier drin machen wollen, ist im Endeffekt, wir wollen this.videos gleich Datenbank.getVideos machen. Ups, getVideos. So, und ja, das ist was wir machen wollen. Das haben wir natürlich alles noch nicht gemacht. Wir wollen dann aber auch tatsächlich einfach diese Videos am Ende, wenn wir irgendwo draufklicken, wo war denn das? Das ist die Video Component, die haben wir hier. Ja gut, wenn wir da draufklicken, dann können wir das machen. Console.log unsere this.videos. So, okay. Okay, das können wir jetzt erstmal so lassen und ja, jetzt müssen wir natürlich hier diese Klasse erstellen. Aber wie ich schon gesagt habe, ist diese Klasse so ein bisschen ein Service. Und ja, so einen Service müssen wir quasi neu erstellen, so wie wir auch eine neue Komponente neu erstellen müssen. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal in meine Konsole wieder zurück und sage hier, ich möchte gerne einen neuen Service haben. Service. Und meistens legt man die dann einfach unter shared ab. Shared slash. So, und jetzt nenne ich, wie habe ich das Ding genannt? VideoDB. VideoDB. Okay, wunderbar. So, jetzt muss ich kurz warten, bis das ganze Ding durch ist. Und jetzt haben wir das schon erstellt. Jetzt können wir hier einfach aktualisieren. Und, da ist es auch schon. Wunderbar. Unter shared einfach video-db.service.ts. So, sehr cool. Jetzt haben wir hier eine sozusagen neue Klasse. Ich mache die gerade mal kurz auf. Es gibt auch eine Spec-Klasse übrigens. Jetzt wird es hier langsam voll. Die Spec-Klasse brauchen wir gerade noch nicht. Das wird noch werden. Das macht alles automatisch für euch. Hier haben wir jetzt schon automatisch ein Add-Injectable oben drüber. Das ist sozusagen die Direktive, dass auch diese TypeScript-Datei das hier, diese Constructor-Injection benutzen darf. Es muss sie natürlich nicht benutzen, aber wenn wir das hier nicht machen, dann funktioniert das hier nicht. Add Injectable brauchen wir nur bei Services, bei Komponenten ist es nicht nötig, weil wir hier schon Add Component stehen haben. Das impliziert sozusagen, also wenn man Add Component da stehen hat, dann hat man auch automatisch Add Injectable bekommen. So, jetzt wollen wir natürlich hier in unserer TypeScript wollen wir hier eine Liste an Videos haben und die wollen wir zurückbekommen, indem wir hier Datenbank.getVideos haben. Warum das hier übrigens immer noch rot ist, werde ich euch gleich erklären. Wir brauchen jetzt hier also erstmal irgendwie eine Liste an Videos und hier können wir tatsächlich auch ganz normal den Konstruktor benutzen. Hier gibt es kein ng onInit, sondern wir können hier sagen, erstmal natürlich brauchen wir Videos als Liste aus oder als Array aus Strings. So, und dann können wir hier sagen im Konstruktor, hey, wir wollen ganz gerne diese Videoliste vervollständigen. This.videos ist gleich, so, Achtung, Array. Und was wollen wir alles reinpacken? Wir haben hier zum Beispiel Angular, wir haben TypeScript. Ich kürze es jetzt extra ab, damit wir nachher sehen können, welches davon da ist. Wir haben JavaScript. Und wir haben zum Beispiel, wir haben noch haufenweise anderes, wir haben auch zum Beispiel Java, aber das jetzt nur so als Beispiel, damit wir es abgrenzen können, damit wir sehen können, ob wir jetzt diese Videoliste hier haben oder ob wir diese neue Videoliste hier haben. Das ist jetzt einfach nur sozusagen zum Einfüllen in das Ding. Und was haben wir gesagt? Wir brauchen eine Funktion, die nennt sich getVideos. Die definiere ich jetzt hier einfach mal unten drunter, getVideos, nicht eingerückt bitte. Und die macht folgendes, return this.videos. So,
Wunderbar. Das ist einfach eine ganz normale TypeScript-Klasse. Das solltet ihr wissen, was das bedeutet und was das genau kann. Und ja, ihr solltet auch wissen, wie man hier mit diesen Dingern umgeht. Da hat sich im Endeffekt nichts dran geändert zu normalem TypeScript. Wie man diese Klasse jetzt allerdings verwendet, das ist ein bisschen anders. Und zwar müssen wir hier natürlich erstmal in unserer Video-DB, wir müssen hier erstmal angeben, dass es diese Klasse überhaupt gibt. Und das ist ein bisschen umständlicher, als man es jetzt erwarten würde. Und zwar müssen wir sie hier natürlich erstmal importieren, damit überhaupt der Klassenname bekannt ist. Also das ist schon mal ganz basic eigentlich. So, wie hieß die Klasse? Video DB Service. So, das ist sie. From, hier steht ja auch schon alles drin, wo das ganze Ding herkommt. Hier sehen wir auch Video DB Service. Und ja, jetzt muss ich hier natürlich anpassen. Ich kann das Ding nicht Video DB nennen, sondern ich muss es Video DB Service nennen. So. Oh, und ich glaube, ich habe hier, ich habe hier, glaube ich, String groß geschrieben, nicht wahr? Ja, ich habe String groß geschrieben, ich sollte das natürlich klein schreiben. Okay, jetzt fällt euch vielleicht auf, dass wenn wir das jetzt so ausführen, dass wir hier dieses GetVideos, wird uns auf jeden Fall eine leere Liste bescheren, denn wir haben ja hier überhaupt keine Möglichkeit, diesen Konstruktor aufzurufen. Das Ding ist niemals initialisiert worden, das ist einfach diese leere Liste, die da permanent rumgeiert und wir haben eigentlich überhaupt keine Instanz von diesem VideoDB-Service, also im Endeffekt können wir das so nicht laufen lassen, weil wir nie einen VideoDB-Service produzieren. Es existiert einfach keine Instanz von VideoDB-Service. Und das ist ganz normal bei Services. Wir könnten jetzt natürlich hierher gehen und uns einen neuen Service reinschreiben. Das heißt, wir hätten hier Datenbank ist gleich New VideoDB-Service. Das könnten wir machen. Das wird aber nicht so gerne gesehen. Denn ja, wir wollen ja hier sogenannte Constructor Injection machen. Wir wollen diese Variable hier im Konstruktor mitbekommen. Das heißt, wir wollen auch woanders verwalten können, was alles existiert an Objekten, an Instanzen von VideoDB Service. Wir wollen nicht einfach jedes Mal einen neuen VideoDB Service haben, sondern wir wollen Angular für uns diese Services verwalten lassen. Deswegen hier nicht initialisieren, wie ihr es normalerweise im normalen TypeScript machen würdet, sondern ihr nehmt diesen Service und tragt ihn im Modul als Provider ein. Und das ist jetzt sozusagen das Neue, das macht Angular sozusagen für euch. Hier muss jetzt also einfach erstmal natürlich importiert werden. Ich mache mal kurz die Imports auf und dann finden wir hier Import Video DB Service. So, wird natürlich automatisch nochmal importiert hier, oder was heißt automatisch, ihr müsst es angeben, aber klar, wir müssen es importieren und dann können wir es hier im Provider verwenden als Provider oder als Service sozusagen, Video DB Service. So, und damit geben wir jetzt an, dass diese Liste hier oder dass dieser VideoDB-Service, der überall in einem Konstruktor verwendet werden kann, dass der vom Modul instanziiert wird. Das ist jetzt ein bisschen arg umständlich und ein bisschen arg komplex, aber es hat tatsächlich einen Vorteil und zwar wissen wir jetzt, wo wir alles finden, was irgendwo mal relevant ist. Das heißt, alles, was irgendwo in einem Konstruktor zu finden ist, wird von unserem App-Modul hier definiert in den Providers. Hier können wir einfach alle angeben, die wir gerne hätten. Und wenn wir nichts weiter angeben, so wie wir es jetzt gerade haben, es gibt noch mehr Optionen, die werde ich euch dann nächstes Mal oder so erzählen, aber wenn wir nichts weiter angeben, dann wird hier einfach eine neue Instanz von VideoDB Service erstellt und dann ist gut. Als kleiner Beweis sozusagen, dass das hier funktioniert hat, merkt euch, das ist das, also Angular, wobei ich mache es einfach mal als leere Liste hier rein, denn das soll uns ja hier irgendwie nicht, oder als leeres Array, String Array, das ist sozusagen von uns gegeben. Quatsch, das wollte ich nicht. So wollte ich das natürlich. Hier haben wir jetzt sozusagen einfach kein Video vorhanden. Und wenn wir jetzt hier diesen Konstruktor aber laufen lassen, sagt das App-Modul, warte mal, die Videokomponente, die hatte doch da irgendwo mal einen VideoDB-Service gebraucht. Ist okay, ich weiß, was ein VideoDB-Service ist, haben wir ja hier angegeben. Und wir machen einen neuen VideoDB-Service und dieser VideoDB-Service sagt, this.videos gleich Angular, TypeScript, JavaScript, Java. Und hier unten sagen wir dann this.videos, also diese Variable in unserem Video-Component, sagen wir, kriegen wir aus der Datenbank, wo alle Videos drinstehen. Das ist wirklich so mehr oder weniger guter Stil, sage ich jetzt mal. Wir bekommen alle Informationen von woanders und hier drin müssen wir nichts definieren. Denn sonst müssten wir immer suchen, was gibt es denn jetzt alles für Videos und so weiter und so fort. Okay, schauen wir uns das Ganze mal auf unserer Website an.
Und ja, hier aktualisieren wir einfach mal. Hätten wir nicht machen müssen oder hätte ich nicht machen müssen, aber egal. Und gehen hier auf die Konsole, denn wir wollen ja sehen, was hier ausgegeben wird. Wenn wir hier draufklicken, aha, die Videos werden ausgegeben. Angular, TypeScript, JavaScript und Java. Okay, sehr langer Weg, ich weiß, aber man versteht es irgendwann. Ich habe auch eine Weile gebraucht. Das war für mich auch ein bisschen eine neue Variante, wie man alles machen kann. Aber es ist ganz cool, weil so hat man eben eine zentrale Verwaltungsstelle. Das ist dieses App-Modul hier. Es gibt natürlich mehr Module als nur ein App-Modul. Aber dieses App-Modul ist sozusagen jetzt die Verwaltungsstelle dafür und regelt eben diese ganze Constructor-Injection. Und ja, das ist wirklich sehr nützlich. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt und ja, damit kann man sozusagen seinen Code ein bisschen aufräumen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.